Der Kolonialismus ist ganz klar als Ursprung für die Klimakrise zu benennen. Natürlich ist es wichtig, dass wir Klimaschutz betreiben. Natürlich ist es wichtig, dass Deutschland sich dekarbonisiert. Aber es darf nicht wieder auf Kosten des globalen Südens erfolgen. Also für den Startpunkt der Klimakrise lassen sich unterschiedliche Jahreszahlen wählen. Und letztendlich wird gerade im globalen Norden öfter gesprochen von der Industrialisierung als Startpunkt. Aber es ist klar, dass die Ausbeutung von den kolonisierten Ländern dafür gesorgt hat, dass auf Seiten der kolonisierenden Länder massive Profite angehäuft wurden. I want to take people from you, so I'm just going to take you up, ship you to another continent and you will work there. We won't pay you any salary, any wages, you will not have any rights. Actually, I'm going to treat you like animals. Aber auch gewisse Ressourcen, Raub von Ressourcen, was wichtig ist, um auch die Industrialisierung voranschreiten zu können. You have resources and I think I need that to build things back home. Und diese Profite waren halt der Motor für diese ganzen Prozesse, die letztendlich den Kapitalismus hervorgebracht haben. Es waren natürlich auch gleichzeitig die Prozesse, in denen ja kontinentübergreifend große Mengen an Treibhausgasemissionen freigesetzt wurden. I mean, of course, colonialism doesn't exist in its old form, but if you go to the global world order or the economic system, if you try to analyze it, we would see that it actually the power dynamics is still very present today. Ein Beispiel, was ich gerne nenne für koloniale Kontinuitäten in der Klimakrise, ist zum Beispiel die derzeitige deutsche Wasserstoffstrategie, wo ganz klar gesagt wird, Dekarbonisierung in Deutschland wird nicht möglich sein ohne den Import von Wasserstoff. Und tatsächlich wird es aber so sein, wie es bis jetzt die letzten Jahrhunderte immer war, dass Menschen im globalen Süden ihrer natürlichen Ressource, in dem Fall ist Wasser ein ganz wichtiger Stoff in diesem Prozess, dessen beraubt werden und das für Klimaschutz. The reasons why climate crisis is happening and mostly, of course, the carbon emission and it's mostly the early industrialized nations and then that kind of lifestyle and that's mostly in the global north and the impacts are being felt mostly in global south. So when we look at this, you would see it's a very unjust situation that is being played out. Climate Justice heißt natürlich für mich, dass auf jeden Fall die Menschen auch zur Verantwortung gezogen werden, die uns eigentlich in diese krasse Situation jetzt in der Klimakrise jetzt eigentlich auch gebracht haben. An average person in Germany has 17 times bigger carbon footprint than an average person in Bangladesh, but one in every 7 people is going to be a climate refugee in Bangladesh. And that is not the same case in Germany. Und Klimagerechtigkeit bedeutet letztendlich genau das, auf eine gewisse Art und Weise auszugleichen. Für mich heißt Climate Justice Solidarität für Menschen aus prekären Situationen, Solidarität für Menschen, die sich nicht erst jetzt Gedanken machen, oh nein, unsere Zukunft geht verloren, sondern Menschen, die sich schon vor langer, langer Zeit Gedanken darüber machen mussten, wie sich ihre Zukunft aussieht. We are not aware enough that people are already getting impacted. And they're already fighting both with oppressive regimes and climate impacts at the same time. Und es geht halt nicht nur darum, dass irgendwie jetzt gesagt wird, okay, wir wollen den Menschen eine Stimme geben. Die haben schon eine Stimme. Und die sind halt schon lange auf der Straße so. Aus meiner persönlichen Sicht lässt sich die Klimakrise nur lösen, indem wir die Machtstrukturen auflösen. Weil die Klimakrise basiert ja auf einem Machtgefälle. Und deswegen müssen wir die parteipolitischen und zivilgesellschaftlichen Pläne dekolonialisieren, überprüfen, ob sie diese kolonialen Macht- und Gewaltverhältnisse fortschreiben.